10 Dinge, die in Paraguay anders sind. Paraguay, Pioniere. Bienvenidos. Heute erzähle ich dir 10 Dinge, die in Paraguay anders sind. Nummer 1. Klopapier wird in Paraguay nicht ins Klo geschmissen, sondern da gibt es in der Regel Eimer daneben und da gehört es rein. Was passiert, wenn man es tut? Dann verstopft die Toilette, weil die Leitungen hier dafür sind nicht ausgelegt. Manchmal schafft es die Leitung, aber dann ist der Sammelplatz dafür nicht ausgelegt in der Sickergrube, weil dann die Papiere dort störend sind und beim Abpumpen, beim gelegentlich Abpumpen, wenn man nicht an die Kanalisation angeschlossen ist, kommt es dann auch zu Problemen. Also Papier in den Eimer. Nummer 2. Als Kunde ist man hier Bittsteller in Paraguay. Man wird super freundlich begrüßt und die Leute sind auch super lieb irgendwie dabei, aber sie haben nicht unbedingt die Flexibilität vom Chef an die Hand bekommen, um im Kundensinne flexibel entscheiden zu dürfen. Insofern gibt es dann manchmal auch Situationen, wo uns schon mal ein Mitarbeiter gesagt hat, ich arbeite hier nur. Sprich, das heißt, ich bin nicht der Chef und dementsprechend kann ich gar nichts entscheiden. Und ja, wenn der Chef nicht da ist, dann gibt es auch keine Sonderwünsche. Das ist Paraguay, das gehört noch so dazu. Spanien ist auch schon ähnlich. Also ich denke, das ist generell so eine Latino-Mentalität, mit der man leben lernen muss. Sie sind nach wie vor super freundlich dabei, aber sie dürfen halt nicht anders. Als Kunde ist es auch so, wenn man an der Kasse ansteht und vor einem steht jemand, der sehr gut bekannt ist mit dem Kassierer oder der Kassiererin, ja, dann schnacken die halt eine Weile. Und das wäre eine Einstellung, die wäre in Deutschland überhaupt nicht denkbar, aber in Paraguay lebt man halt das Leben. Und der dahinter steht, der hört halt einfach neugierig zu, was die anderen sich zu erzählen haben, bis man dann endlich drankommt an der Kasse, bis die ihr Gespräch beendet haben. Das ist eine völlig andere Herangehensweise. Andererseits, wenn man zum Beispiel selber mal Angestellte hat, wir hatten mal jemanden zum Rasenmähen mit so einem Rasenkantenschneider, wo halt so ein drehender Draht ist. Und ja, der hat gemäht und hat unsere Wasserleitung getroffen und hat dann einfach das Wasser abgedreht und nichts gesagt, weil er wollte ja sein Geld haben. Ja, und wir dachten, ist ja nicht ungewöhnlich, Wasser nicht in Paraguay mal nicht zu haben. Haben gewartet und gewartet und gewartet. Irgendwie so nach 8 Stunden habe ich dann mal im Nachbarschaftschat gefragt, habt ihr auch kein Wasser? Und die Nachbarn hatten alle Wasser und dann sind wir auf die Suche gegangen und haben festgestellt, dass unsere Rohre aus Kunststoff hier, die aus der Erde rauskommen, dann zum Zähler gehen und dann wieder in die Erde führen. Ja, dass die von diesem Meer beschädigt worden waren. Tja, der gute Mann hat dann natürlich keinen weiteren Auftrag gekriegt. Er war natürlich froh, dass er dann noch sein Geld von diesem Mal bekommen hat. Das kann auch in Paraguay passieren. Das gehört alles zur Arbeitshaltung in Paraguay. Von daher, das Arbeitsleben ist hier ein völlig anderes. Ich denke, das Pausenverhalten ist auch ein anderes. Da müssen wir uns als Deutsche ganz gut dran gewöhnen. Nummer 3. Nachtlärm und Partylärm oder auch Rasenmähen am Wochenende. Das wird hier auch völlig anders gehandhabt. Sowas wie eine Ruhe am Sonntag gibt's nicht. Da wird gehämmert, da wird gemäht, da kommen die Kumpels und helfen einem bei irgendeinem Bau am Wochenende. Und hinterher gibt es eine große Party, da wird gegrillt und obwohl Sonntagabend ist und die meisten Leute am nächsten Tag wieder arbeiten müssen und früh aufstehen, es wird bis in die Nacht hinein Party gemacht und die Musik laut gedreht, dass man sie noch 2 Straßen weiter hört. Ich habe auch das Gefühl, in Paraguay überträgt sich der Lärm auch irgendwie leichter als anderswo. Vielleicht hat es damit zu tun, dass hier die meisten Häuser nur eingeschossig gebaut sind und damit natürlich weniger Barrieren haben.
Wenn man in der Nähe von paraguayischen Siedlungen wohnt, muss man einfach damit leben lernen, dass es eben lauter ist, oder man baut halt entsprechend so, dass die Fenster und das ganze Gebäude Lärm leichter abhalten kann. Oder man sucht sich gleich etwas, was ein bisschen mehr Distanz hat, dass man den Lärm nicht ganz so mitbekommt. Das ist hier das Normalste von der Welt. Es wird auch Feuerwerk gemacht rund um das Jahr. Man hört dann meistens eher so die Böller. Gelegentlich sieht man auch mal was am Himmel. Aber plötzlich hört man so ein Geballer und man denkt irgendwie, da ist eine Schießerei um die Ecke. Nee, es ist ein Feuerwerk. Da hat wieder irgendjemand Geburtstag gehabt, und wenn man ihn hochleben lässt, dann gibt es noch mal ein paar Knaller dazu. Nummer 4. Die Paraguayer sind super hilfsbereit und sie helfen auch liebend gerne. Das geht sogar so weit, dass wenn sie dir nicht helfen können, dass sie dir trotzdem helfen. Das heißt, sie sagen dir einfach, wo sie vermuten, wo das ist, wo du vielleicht hin möchtest, falls du nach dem Weg fragst. Und da musst du dann vorsichtig sein, weil du kannst irgendwo im Nirvana landen. Insofern frag vielleicht auch noch mal jemand Zweites, wenn da jemand unsicher erschien bei der Wegbeschreibung. Und wenn du eine Wegbeschreibung bekommst, dann musst du unbedingt darauf achten, den Unterschied zwischen derecho und den Unterschied zwischen zu derecha. Derecha ist nach rechts und derecho ist geradeaus. Das ist ein Unterschied zu dem Spanisch, was man für Spanien lernt. Aber wenn man sich ein paar Mal verfahren hat hier, dann hat man es auch hier gelernt, dass hier derecho nichts mit rechts, sondern mit geradeaus zu tun hat. Nummer 5. Termintreue ist so eine Sache in Paraguay. Besten Fall, wenn man einen Zahnarzttermin hat, da sollte man auch tatsächlich pünktlich erscheinen. Weil ich auch schon in einer Zahnarztpraxis gesehen habe, dass Kunden oder Klienten oder in dem Fall Patienten, die 15 Minuten zu spät kommen, kein Anrecht mehr auf ihren Termin haben. Ja, da muss man sich dann seine Patienten zu erziehen. Weil das Normale ist eigentlich, dass man mindestens eine halbe Stunde später kommt. Wenn ich so an Schulpartys denke, gibt es zwar auch eine Beginnzeit, aber eine halbe Stunde später sieht man da überhaupt erst Leute, und vorher wird auch noch aufgebaut, und das Aufbauen hat dann ein bisschen länger gedauert. Das entspricht ja auch so ein bisschen, was die Christine vom Markt erzählte, dass ich glaube um 7 Uhr oder so fängt der Markt an, und sie sagt, um 9 Uhr sind dann die anderen auch alle da. Das ist eher so der Effekt, den man hier so kennenlernt. Bei Handwerkern kenne ich das so, man vereinbart eine Uhrzeit, und wenn man Glück hat, hat man einen Handwerker erwischt, der zu genau der Uhrzeit, die man vereinbart hat, oder eine Viertelstunde später anruft, möchte sich bestätigen, dass derjenige auch gerade zu Hause sitzt und auf einen wartet, nicht dass er umsonst vorbeikommt, und sagt dann, ich fahre dann jetzt los. Und je nachdem, wie weit weg der wohnt, kann das sein, dass man dann noch mal einiges an Zeit zu warten hat, bis er dann vorbeikommt. Und selbst wenn er sagt, ich fahre dann jetzt los, dann heißt das vielleicht, ich bin gerade aufgestanden, ich frühstücke noch und fahre dann erst los. Aber es ist zumindest mal ein gutes Zeichen, weil dann weiß man, der Handwerker wird an diesem Tag noch erscheinen. Das ist viel wert. Aber dafür muss man halt auch gucken, wie das Wetter ist, weil wenn es dann anfängt zu regnen, dann kommen Handwerker wiederum auch nicht. Also die Termintreue hängt in Paraguay auch vom Wetter ab. Wenn ein Elternabend an einer paraguayischen Schule stattfindet, dann kann das auch am Vormittag sein, weil die Lehrer dann auch nur am Vormittag da sind. Wenn du Glück hast, dann ist die Uhrzeit etwa kurz nachdem du die Kinder zur Schule gebracht hast, eine Viertelstunde später oder so. Dann wird der Elternabend, kann man ja nicht sagen, der Elternmorgen auch rechtzeitig stattfinden. Sollte der irgendwann später am Vormittag vielleicht getimt zu der Abholzeit der Kinder sein, dann kannst du damit rechnen, dass eine halbe oder dreiviertel Stunde später erst mit der Veranstaltung begonnen wird. Man ist dann zwar schon da und der Vortragende oder so baut vielleicht noch auf, und dann sagt er alle 10 Minuten, wir warten noch mal, bis noch mehr da sind. Damit muss man dann auch rechnen. Nummer 6. Datenschutz in Paraguay ist ein völlig anders gehandhabtes Thema. Etwas, was in Deutschland völlig undenkbar wäre, dass jemand, der vielleicht ein Verdächtiger ist oder auch sogar der Tat überführt wurde,
mit kompletten Klarnamen oder noch extremer mit seiner Personalausweisnummer in der Zeitung veröffentlicht wird. Das ist hier aber völlig normal, dass solche Informationen auch in Zeitungsartikeln übermittelt werden. Manchmal sogar auch in Fernsehberichten. Nummer 7. Frauen in Paraguay tragen viel seltener Röcke. Man trifft auch sehr, sehr häufig, besonders auf dem Lande, viel Leggings an. Egal, kurz habe ich sie selten gesehen, also Leggings dann eher in langer Form. Oder ansonsten kurze Jeans, auch lange Jeans, obwohl es warm ist. Aber Röcke? Ganz, ganz selten. Oder hübsche Kleider? Auch eher selten. Mittlerweile habe ich da auch einen Grund für rausgefunden. In Paraguay wird ja viel Motorrad gefahren. Und wenn man Motorrad fahren möchte und dann hinten drauf mitfährt, dann geht das ziemlich schlecht, wenn man einen Rock anhat. Selbst bei einem weiten Rock kann das zu peinlichen Situationen führen. Da könnte man zwar bequem drauf sitzen, aber der weht dann ja Marilyn Monroe-like in der Gegend rum. Tja, daher interessantes Bild. Frauen tragen hier viel mehr Hosen. Haben die Paraguayerinnen die Hosen an? Nummer 8. Kinder in Paraguay sind Traglinge. Soll ja für die Entwicklung sowieso viel besser sein, aber nicht so, wie wir das in Europa kennen, mit entsprechenden schicken, modernen Tragesäcken, die sich alle paar Jahre ändern, welche Marke da in ist. Nein, sie werden einfach so auf dem Arm getragen. Und das während sie auch noch schlafen. Und also die Paraguayerinnen, die tun mir echt manchmal leid und die werden wahrscheinlich einiges an Rückenschmerzen haben. Oder sie sind entsprechend gut trainiert, was sie da an Gewichten noch zu tragen haben. Die Straßenverhältnisse, gerade im ländlichen Bereich, lassen es auch gar nicht zu, dass man mit einem Buggy in der Gegend rumschiebt. Und so ein Buggy über spitzes Kopfsteinpflaster ist auch kein Spaß, auch nicht für das Kind. Hut ab für die Leistung, die die paraguayischen Mütter da erbringen. In Asunción sieht man manchmal Kinderwagen, man kann sie auch kaufen. Die Auswahl ist nicht so groß, wie wir das kennen. Es gibt sie, aber man muss es sich eben auch leisten können. Nummer 9. Hunde und Gassigehen in Paraguay. Das ist irgendwie etwas, das gehört nicht zu Paraguay. Also Hunde schon. Die Paraguayer halten gerne Hunde aus Sicherheitsgründen. Am liebsten haben sie schwarze Rüden. Da meinen sie, fühlen sie sich am sichersten. Dementsprechend, wenn Hunde ausgesetzt sind, sind es oftmals Hündinnen, im Extremfall sogar trächtige Hündinnen, weil kastrieren ist hier nicht so angesagt, weil das kostet ja Geld. Und die Hunde, die rennen einfach so auf der Straße herum, erfreuen sich der Hühner des Nachbarn. Und ich denke, größtenteils ist es eine friedliche Koexistenz, aber so manchmal wird auch die Anzahl der Hühner dezimiert. Das bekommt man dann auch mal im Nachbarschaftschat mit. Die Katzen, die da rumlaufen, die haben auch kein einfaches Leben, besonders wenn es kleine Katzen sind, gibt es auch einige, die aufgrund der freilaufenden Hunde nicht überleben. Das ist eine völlig andere Rahmenbedingung und Gassi gehen ist demnach im normalen besiedelten Gebiet gar nicht denkbar, weil bei jeder Einfahrt kommt dann durch das offene Tor eine Hundemeute auf einen zu und wenn die Hunde sich nicht kennen, im Umkreis von 500 Metern oder so, kennen die Hunde sich vielleicht noch, aber dann beim längeren Gassi gehen macht es irgendwann keinen Spaß mehr, weil sie dann sehr feindlich sind. Und dann ist auch die Frage, mit wie vielen Hunden man Gassi geht, ob die der Menge Hunde was entgegenzusetzen haben. Deshalb muss man schon gucken, wo man irgendwie Gassi gehen kann, wenn man seinen Hunden dieses Vergnügen gönnen möchte. Oder man hat entsprechend ein großes Grundstück, wo die Hunde viel Auslauf haben und ja, dann müssen sie sich den Auslauf halt selber gönnen. Aber Gassi gehen in Paraguay, das ist eine Herausforderung. Nummer 10. Wenn man irgendwo einen Raum betritt, und das gilt sogar auch, wenn man irgendwo einen Garten betritt, dann muss man das ankündigen in Paraguay mit dem Wort Permiso. Dieses Permiso heißt so viel wie Erlaubnis, Gestattung. Im Grunde genommen möchte man damit deutlich machen, denjenigen, den man anspricht oder derjenige, der es hoffentlich hört, dass er das erlaubt, dass man da eintritt.
Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil am Anfang hat man das als Deutscher ja überhaupt nicht drauf. Aber die gucken einen schon komisch an, wenn man das nicht macht. Und viel spannender fand ich das eben auch, dass die Paraguayer selbst das eben auch machen, wenn sie bei einem den Garten betreten. Vielleicht hat es hier auch mit den entsprechenden Gesetzen zu tun. Dadurch, dass es einerseits Leute gibt, die Waffen tragen und andererseits, wenn du jemanden erschießt, der auf deinem Grundstück war zu ungewöhnlicher Uhrzeit oder ohne, dass du ihn eingeladen hast, dann ist es rechtlich wohl für den, der geschossen hat, nicht so schlimm, wie wenn man das irgendwo auf der Straße getan hat, weil man ja sein Grundstück verteidigt hat. Und daher ist es ganz wichtig, Permis sozusagen. Aber ich denke, Einbrecher werden das trotzdem nicht tun. Es ist völlig klar, wenn man sich in ein anderes Land begibt, dass dort andere Sitten und Gebräuche herrschen und andere Traditionen sind, die das alltägliche Leben beeinflussen. Dadurch gibt es ganz viele Unterschiede bei Dingen und auch bei Handlungsweisen. Kennst du noch weitere Dinge, die Europäern in Paraguay spanisch vorkommen? Dann schreib es gerne bei uns in die Kommentare. Wir haben dann die Möglichkeit, das vielleicht in einem nächsten Video zu verarbeiten. Oder der eine oder andere liest die Kommentare mit, einfach als Ergänzung zu diesem Video. Dankeschön dafür. Schreib uns deine Fragen ins Forum oder komm in unsere Telegram-Gruppe, um dich auszutauschen. Oder eine Übersicht über unsere ganzen Videos nach Themen findest du auch unter paraguay-pioniere.com.